Parishva Muktasana ist die Seitbeugung aus der Stellung des Befreiten. Komm in Muktasana, also eine Sitzhaltung, wo die Unterschenkel voreinander sind. Und von hier atme ein und hebe den rechten Arm hoch und atme aus und gehe etwas nach links. Es kann hilfreich sein, dabei die linke Hand auf den Boden zu halten. Atme ein paar Mal tief ein und aus und spüre so die Dehnung in der rechten Seite. Beim Einatmen, nächsten Einatmen, hebe den Arm wieder hoch. Beim Ausatmen senke den Arm, einatmen, hebe den linken Arm hoch und beim Ausatmen beuge dich nach rechts. Spüre dabei die Dehnung in den linken Rippen, in der Schulter und im Oberarm. Halte die Stellung ein paar Atemzüge lang. Parishva Muktasana gibt es auch als dynamische Variation. Komme erst zurück zur Mitte und dann hebe die Arme und falte die Hände oberhalb vom Kopf. Und jetzt beim Ausatmen gehe nach links, einatmen zur Mitte, ausatmen nach rechts, einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Du kannst das ein paar Mal machen. Für manche Menschen ist es schön, diese Übung vor der Meditation zu machen oder zwischen zwei Meditationssitzungen oder auch zwischen Kapalabhati und Wechselatmung, um auf diese Weise wieder gut sitzen zu können für die nächste Atemübung oder eben für die nächste Meditationssitzung. Wenn es dir gefallen hat, klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir. Samuel, Sukadev und Eduard hinter der Kamera wünschen dir viel Freude beim Yoga.